vor der Partie jetzt. Die Partie ist losgegangen und die Stimmung ist da und Goose mit dem Netzball und dem 1:1. Ja, und Fischerin kommt jetzt zum Aufschlag, Denise Hanke. Und der Punkt durch Berit Kaufeld, die heute Anja Brandt auf der Mittelblockposition ersetzt. Ja, hat sie super gesehen, die freie Lücke dort, und hat ihn runtergezogen. 2:1 für Schwerin. Und das war übergegriffen von Berit Kaufeld. Das, was eben gut funktioniert, der jetzt der Punkt für Gent. 2:2. Und eine kleine interessante Notiz am Rande. Das schlägt auf der Kapitän der belgischen Mannschaft, Els van de Steen. Ja, eine kleine interessante Bemerkung am Rande jetzt von den Fans, merken wir gerade aus Gent. Sie sagen nicht VDK, während Maja Parale hier den Punkt macht, sondern FDK. Vielleicht für die Aussprache in Belgien mal interessant zu wissen. 3:2 für Schwerin, Miratovic bei der Angabe. Der war zu weit. 3:3. Natürlich nicht F, sondern WDK. Gengt. Das wird wohl so die offizielle Bezeichnung dann auch im Belgisch sein. Nehme ich auch an. VDK, Gent Dames oder Damen. So genau wissen wir es nicht, aber ich glaube, sie wissen trotzdem, wer gemeint ist. Und aufgeschlagen eben für Gent hat die Nummer 6. Maud Ketwi. Erlese Wagner und Laura Desrever mit dem Doppelblock gegen Adlerova machen das Punkt zum 4:3 für Gent. Und in dem Fall möchten wir uns natürlich auch entschuldigen, wenn der ein oder andere Name nicht richtig ausgesprochen ist von den Gästen. Und da jetzt scheitert Maja Parale ebenfalls am Genter Block. Und das ist das, was wir in den Videoimpressionen vom Hinspiel bereits gesehen haben. Guter Block der Gäste, 5:3. Hier war ein guter Block von Kaufeld und Adlerov an Adlerov erneut. Und wieder steht ein guter Dreierblock da von den Gästen. Und die Lücke ist da und das 3:6. Das scheint wie im Hinspiel, Schwerin etwas überrascht. Im Hinspiel lagen sie auch im ersten Satz sensationell 1:9 hinten, holten sich den Satz aber noch. Also auf die Spielweise der Belgier mussten sich dort einstellen und das wird auch heute wohl der Fall so sein. Ja, und dem vorzugreifen, hat Ture Alexandersen gleich mal eine Auszeit genommen beim Stand von 3:6. Und er scheint auch ziemlich erbost zu sein über seine Mädchen. Wenn ich seine Handzeichen richtig gedeutet habe, war das sowas: Sie machen es wieder, sie machen es wieder, und ihr reagiert nicht. Und Ketri erneut mit der Angabe. Wieder scheitert Adlerova am Block. Diesmal besser, hat Parale eine Lücke gehabt. Und das war ein klasse Schlag durch den Block durch von Maja Parale zum 4:6. Ja, Maja braucht noch ein bisschen Spielpraxis, aber das war eben schon sehr, sehr gut und sehr schön anzusehen. Das hat sie gut gemacht. Ja, nun Berit Kaufeld mit ihrer unnachahmlichen Art, den Ball ins Spiel zu bringen. Und diesmal auch guter Block von Maja Parale. Thomas als Anspielerin für Adlerova und die scheitert erneut am Block. Wird ein schwieriges Unterfangen. Ja, man sieht schon, die Belgier geben das hier nicht so einfach her. Sie sind dann immer noch ihre Chance. Wie gesagt,
egal ob Schwerin hier verliert, wie hoch, es gibt den Entscheidungssatz dann Golden Set genannt. Ja, und das ist natürlich alles möglich. Da ist ein 3:0 aus dem Hinspiel noch gar nichts. Und das war gut gesehen von Adlerowa. Tormann mit einem guten Block. Und er im Feld und damit erneut Punkt für Gent. Und die erste technische Auszeit beim Stand von 8:4 für die Gäste. Und jetzt sehen wir das auch aus der anderen Position, da die können wir auf die Mädchen mal drauf schauen von Gent. Und wir sehen zufriedene Gesichter. Sieht aus, ne? Wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben einen Plan und den erfüllen wir gerade. Ja, sie haben ja auch gar keinen Grund, im Moment schlechte Miene zum guten Spiel zu machen. Ne? Sie machen ein gutes Spiel und zu Recht. Das zeigen auch die Mienen der Mädels. Sie sind alle voll zufrieden und auch der Trainer macht nicht den Anstand, dass er hier irgendwas zu bemängeln hätte. Ja, was bei Schwerin momentan fehlt, ist die Zuordnung im Spiel und auch die Variabilität, die wir gesehen haben gegen den USC Münster, wo man einfach Varianten gespielt hat, Täuschungen hatte und damit die Lücken im Block gerissen haben, weil die Stärke in Gent scheint der Mittelblock zu sein. Vielleicht ist der Druck bei Schwerin so hoch, weil sie die letzte deutsche Mannschaft europäisch im Parkett sind und sie wollen das natürlich nutzen, das 3:0 aus dem Hinspiel. Und natürlich heute vor eigenen Fans, vor eigenem Publikum sollte natürlich auch der Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht werden, wo dann eine Fahrt nach Aserbaidschan anstehen würde, denn der Gegner steht bereits fest, es ist Baku. Für die Mädels bestimmt auch Neuland. Ja, so allzu oft fährt man ja doch nicht nach Aserbaidschan und das war klasse gespielt jetzt von Denise Hanke auf Paddy Tormann. Und Parale drückt den Ball übers Netz und hat sie Glück, dass er nicht gleich wieder zurückkommt. Holt den Punkt für Schwerin. 5:8. Ja, man hat auch den Jubelschrei ganz deutlich gehört von der Maya Parale. Das Erfolgserlebnis, das braucht sie einfach nach dieser langen Verletzungspause und sie schlägt es auch auf. Ja, Parale kann eigentlich auch in diesem Jahr nur Gutes vom Europapokal erzählen, weil sie verwandelte den letzten Matchball in der Runde zuvor, damals noch in der Schwangerener Kongresshalle, wieder gut gespielt über Paddy Tormann als Punkt. Da hast du wieder die Schlagkraft gesehen von der Patricia Tormann. Super gemacht. 6:8. Ja, es kommt jetzt vor allen Dingen das, was ich eben noch ansprach, die Variabilität über Denise Hanke, das Spiel variabel zu machen und damit reißt sie die Lücken im Block. Und die nutzt in diesem Fall Patricia Tormann. Parale. Boah, das hat Schwerin sehr gut gerettet. Aber der Block steht dann nicht mehr und damit der Punkt für Gent. Auch die Belgierin spielt mit viel Überblick. Also sie sehen auch, wo die Lücke ist. Und Kompliment an die Damen aus Gent. Lise de Balkenier jetzt mit der Angabe für die Belgier. Und mit was war eine Urgewalt, aber das war zu weit. Punkt für Schwerin, 7:9. So, und für Schwerin kommt jetzt Wendula Adlerowa zum Aufschlag. Der war deutlich zu weit. Da hat sie noch reklamiert, dass er Schwerinerin dran wäre, aber das sah mir aus, als wäre da weit und breit niemand gewesen. Und das ist der Punkt für Schwerin, 8:9. Ja, der Anschluss ist wieder hergestellt und so war es ja in Gent auch. Also hoffnungslos schien man zurückzulegen, aber nachdem man sich auf die Spielweise der Belgierin eingestellt hatte, wurde es dann auch nachher noch eine klare Ansage für den SSC und im Moment der Ausgleich 9:9. Ja, Denise Hanke beweist aber die Übersicht. Macht nicht das Anspiel, sondern den direkten Punkt. Und er war erneut niemand dran, der Ball immer aus. Und die Führung für den Schweriner Sportclub. 10:9. Oh, jetzt reklamiert Schwerin, da wäre einer dran gewesen.
auch da nicht der Fall. Und deshalb der Ausgleich 10-10. Und wo wir gerade dabei sind, die 10 bei der Angabe für Gent. Nee, Laura Bistreiber mit der Angabe für Gent. Und Denise Hanke auf Mira Topic zum 11-10. Und die Halle ist wieder da. Ja, eine prächtige Kulisse hier in der Arena. Ja, im Gegensatz zu der vorigen Runde spielte das Wetter heute ja auch mit. Also es gab hier kein Schneechaos oder sonst was, was einige verhindert hat, hierher zu fahren. Gut gefüllte Halle hier in der Arena in Schwerin. Und ja, und der Van der Steen, der sorgt für den Ausgleich jetzt für Gent. Und Elise Goos mit der zweiten Versuch der Angabe. Und Berit Kaufeld mit Schwung und dem Punkt. Und 12-11 und das Spiel bisher spricht sehr für die Mannschaft des Schweriner SC. Für die Geschlossenheit in sich. Drei Ausfälle sind zu verkraften. Ein guter Start von Gent ist zu verkraften und bei Stand von 12-11 ist Schwerin wieder voll im Spiel und sieht momentan auch etwas besser aus. Auch wenn der Punkt der Belgier natürlich gut gespielt hat, Van der Steen. Schöner Punkt von der Nummer 3 aus Belgien, von der Kapitänin Els Van der Steen. Wiederum Ausgleich und sie schlägt auch jetzt gleich auf für VDK Gent. Ah, Topic hatte große Schwierigkeiten, den Ball überhaupt wieder Richtung Feld zu kriegen, weil er so weit nach außen angespielt war. Und der Punkt geht an Gent. War noch eine Schwerinerin am Ball. Deshalb die Führung für die Belgier 12-13. Und das wieder. Diese variable Spielweise. Denise Hanke deutet den Pass an auf Berit Kaufeld kurz, spielt ihn dann raus. Und der Punkt für Schwerin. Nach alle macht's Gold richtig. Ausgleich 13-13. Topic. Wieder Parade mit der Möglichkeit. Jetzt drückt sie wieder rüber und da ist der Punkt für Schwerin. Der neue Führung. 14-13. Ja, es bleibt spannend. Und der Ball von Mira Topic im Netz 14-14. Aber man bekommt eine Ahnung bei der Spielweise von Schwerin, wie wichtig Denise Hanke für das Schweriner Spiel ist, durch diese Variabilität, die sie jetzt wieder ins Spiel einbringt. Ja, auf alle Fälle. Katré mit der Angabe ebenfalls ins Netz. 15-14. Berit Kaufeld. Und so weit. Jetzt haben wir drei Fehlangaben hintereinander gesehen. Ja, beide Mannschaften machen ihre Angabefehler. Deshalb steht es irgendwo auch logischerweise auch unentschieden. 15-15. Adeline.